Lisa, Glückwunsch, zurück im gelben Trikot. Das ist eigentlich alles heute perfekt gelaufen, oder? Schon den Bonussprint gewonnen, jetzt am Ende den Sprint. Super Tag. Ja, super Tag. Der erste Sprint war ein bisschen komisch. Da hat es mit der Kilometerangabe nicht so ganz gestimmt zwischen Sprintanfang, Sprintende. Und deswegen haben wir uns alle total verkalkuliert und irgendjemand, der gar nicht so auf die Bonussekunden geschaut hat, hat einen Sprint gewonnen. Der Rest lief dann echt super. Am Schluss noch das Finale. Bisschen eng um die Kurven, aber ich habe eine gute Position gefunden und konnte von da weg sprinten. Und ja, es war echt ein super Tag heute. Wie ist das Finale gelaufen? Emma hat den Sprint lanciert, oder? Genau. Es waren sehr viele Kurven im Finale und ich bin immer so in fünfter Position ungefähr gewesen. Wollte diesmal nicht zu früh anfangen, aber auch nicht zu spät. Und in der letzten Kurve musste Christine Meyer ein bisschen ausklicken oder hatte da ein bisschen Probleme. Und wir kamen eigentlich ganz gut durch. Haben dann erstmal noch die zwei Führenden eingeholt. Und dann hat Emma Johansson den Sprint eröffnet mit Giorgia Bronzini und ich konnte am Hinterrad mitfahren und dann vorbeiziehen. Das war, ja, ich freue mich, dass es so gelaufen ist. Das ist schon der zweite Sieg heute für euer Team. Alena hat gewonnen in Baku. Wusstest du das? Habt ihr das gesagt bekommen über den Funk? Weil ich glaube, im Auto hat man dem Rennen gefolgt, oder? Wir haben ja im Rennen keinen Funk, also es konnte ja, also hätte höchstens jemand zurückfahren können. Wir wussten es also während dem Rennen nicht, aber ich freue mich natürlich auch ganz doll für Alena, dass die heute bei den European Games gewinnen konnte und ich habe es dann aber gleich im Finish erfahren. Okay. Jetzt hatten wir vier Etappen, alle vier mit Sprintankunft. Morgen wird es angeblich hügeliger oder schwieriger. Ja. Erwartet uns morgen ein ganz anderes Rennen. Longoborghini und Stülchens haben es heute schon probiert. Ja, kann passieren. Also ich glaube, wir müssen auf alles irgendwie vorbereitet sein. Es kann morgen noch ziemlich viel passieren. Schau, die Gesamtklassifikation ist natürlich immer noch so nah zusammen. Es kann noch alles passieren und da muss man natürlich auch mit der Ausreißergruppe rechnen und wenn es passiert, dann morgen, ja. Müsst ihr die dann besetzen, die Gruppen, oder konzentriert ihr euch darauf, hinten im Feld nachzufahren? Natürlich muss ich mitgehen, wenn die gefährlichen Leute gehen, ganz klar. Und ansonsten ist es immer besser, jemanden dabei zu haben, als nicht. Okay. Vielen Dank und einen schönen Abend. Ja, danke.